Mein Ziel 23, wieder so ein großes CLC-Projekt. Und dieses Projekt bildet wieder nur einen, tja, hoffentlich hilfreichen Rahmen für selbstorganisierte Lernen. Und Lernen ist ja aus meiner Sicht immer so ein höchst individueller, selbstgesteuerter Vorgang. Und wir Learning Professionals müssen uns eigentlich immer wieder solche unterstützenden Rahmenbedingungen ausdenken, damit es andere leichter haben, sich weiterzuentwickeln. Diesmal aber geht es ja um unser eigenes Lernen, um unsere eigene Entwicklung. Und ich habe vorhin mal gezählt, hier haben sich so 68 Learning Professionals selbst persönliche Entwicklungsziele gesetzt. Also nicht gewartet, bis ihnen irgendjemand sagt, was sie in Zukunft können müssen. Und damit haben sie sich so vorgenommen, sich ein neues Gelände zu erschließen. Und die Orientierung in so einem neuen Gelände kostet immer Zeit und Mühe. Aber so geht es ja unseren Zielgruppen auch, die wir in Zukunft begleiten sollen. Und irgendwie kann man sich so vorstellen, wir lernen schon mal voraus, wir erkunden schon mal die noch unbekannten Gegenden, um andere später dorthin führen zu können. Und auch beim Erkunden von Gegenden gilt, mehr Perspektiven sind hilfreich. Und wenn da auch andere im gleichen Gelände unterwegs sind, dann braucht man ja nicht alle Sichten selbst zu erleben. Wenn man sich nur untereinander gut ausgetauscht hat, dann kann man von den anderen hören, wie das von der anderen Seite aussieht. Schon deshalb macht es Sinn, sich zu verabreden, irgendwie gemeinsam vorzugehen. Und dieses Beispiel macht auch deutlich, dass es gar nicht so gut ist, wenn alle den gleichen Weg gehen. Es gibt ja immer verschiedene Wege zum Ziel. Und damit entstehen so verschiedene zusätzliche Perspektiven, wenn man sich eben regelmäßig darüber austauscht. So, und das Treffen heute soll dazu dienen, praktisch diese Weggemeinschaften oder die Zielgemeinschaften zu finden. Und deshalb übergebe ich jetzt wieder an das Projektteam, das sich so viel Mühe gegeben hat, diesen Rahmen hilfreich zu gestalten. Tja, vielen Dank, Karl-Heinz. Ach, immer mit diesen Vorschusslorbeeren, das macht einen immer ganz nervös. Ja, also ein herzliches Hallo auch von unserer Seite. Ich bin der Hans. Ja, dann starten wir jetzt mit unserem heutigen Tagesziel. Das Matching für die Peer-Learning-Gruppen, also Suchen und Finden, ist jetzt angesagt. Ja, schauen wir mal, wer sich heute alles in diesem Raum eingefunden hat. Wir haben zwei Moderatoren im Raum. Das ist einmal der Thomas und das bin ich. Die seht ihr da unten, Moderatoren im Plenum. Wir haben zwei weitere Moderatorinnen, die das Miro-Board managen und betreuen. Sind Sandra und Wiebke. Ja, das Projektteam sitzt hier irgendwo im Raum verteilt und natürlich haben wir die Arena. Also das seid ihr alle. Inzwischen sind wir 50 hier. Das sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit konkretem Ziel. In der Arena sind die vielleicht mit so einem blauen Punkt symbolisiert. Und Teilnehmer mit dem vagen Ziel, die sind mit so einem grünen Punkt entsprechend unserem Ziele-Template symbolisiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es auch noch Menschen, die haben noch kein konkretes Ziel und die haben wir mal mit so einem grauen Punkt hier symbolisiert. So sieht es also vermutlich im Moment aus. Nach unserem Matching-Meeting könnte es dann so aussehen, vielleicht. Es haben sich Gruppen gefunden, die einen Peer-Learning-Prozess für die nächsten 3 Monate starten wollen. Vielleicht gibt es auch schon die eine oder andere Gruppe, das werden wir sehen. Und wir werden am Ende der Veranstaltung heute sicherlich auch Teilnehmerinnen haben, die alleine ihr Ziel verfolgen wollen oder sich erst im Nachgang, also entweder einer bereits vorhandenen Gruppe anschließen oder auch eine neue gründen wollen. Also die sitzen da immer noch mit Grau, Grün und Blau so außenrum. Ja, wir vom Orga-Team haben uns vorgenommen, heute einen Rahmen bereitzustellen. Karl-Heinz sagte das ja bereits, der diese Option bietet. Und dafür haben wir folgenden Ablauf mal vorgesehen. Wir sind im Moment gerade beim Ankommen. Wir werden noch ein bisschen mehr tun, um
gemeinsam besser anzukommen, dann werden wir einen Blick auf die Ziele werfen. Ja? Also wir haben ja alle unsere Ziele formuliert oder viele jedenfalls in Co-Learn, Blog, und wir haben schon mal ein bisschen geguckt und wir wollen den Blick für uns alle erweitern auf die Ziele, die schon da sind. Dann haben wir eine Matching-Sequenz. Also wir werden dort Breakout-Sessions bilden, damit ihr euch auch finden könnt in den Peer-Learning-Gruppen. Dann werden wir nochmal ins Plenum zurückkommen, kurz darüber berichten und werden dann noch ein Tool vorgestellt bekommen, das ihr dann auch in euren Peer-Learning-Gruppen verwenden könntet, um eure Arbeit zu organisieren. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch eine zweite Matching-Sequenz, um das noch zu vertiefen. Ja, insgesamt wollen wir so etwa um 16 Uhr, 16.15 Uhr fertig werden. Das ist die Idee. So, und dann fangen wir mal an, mit erstmal ein bisschen zu gucken, wo ihr denn steht. Genau, an der Stelle würde ich einmal kurz übernehmen. Und zwar haben wir eine kurze Menti-Abfrage vorbereitet. Ich kopiere euch gerade einmal den Link in den Chat. Bin noch von den ganzen Klicks hier überwältigt. Sekunde. Jetzt müsstet ihr die Menti-Abfrage schon sehen. Genau, da kommen schon die ganzen ersten Ergebnisse rein. Wir haben euch gefragt, wer von euch hat schon ein Ziel mitgebracht? Also ihr habt drei Optionen. Entweder habt ihr ein konkretes Ziel mitgebracht, ihr habt ein vages Ziel mitgebracht oder ihr habt, was überhaupt nicht schlimm wäre, noch kein Ziel in der Tasche. Und das ist für uns vielleicht auch erstmal ein guter erster Eindruck. Deswegen lassen wir jetzt erstmal alle in Ruhe teilnehmen. Hans, wenn ich das so sehe, würde ich sagen, die meisten sind zumindest schon mal gedanklich gut versorgt. Ich persönlich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich habe gedacht, dass hier auch noch mehr da sind, die vielleicht noch gar nicht so konkret festgelegt sind. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, den wir auch nachher noch gut verwenden können. Ja, dann haben wir noch eine zweite Frage, die das noch ein bisschen vertieft. Die müsstet ihr jetzt gleich sehen. So, jetzt müsstet ihr die zweite Frage sehen. Genau, die Frage ist nämlich, wer von euch hat schon eine Gruppe, zumindest im Auge? Mhm. Naja, wir haben doch schon ein paar, die eine Gruppe haben. Das deutete sich ja auch auf den Kommentaren auf dem Blogpost zu colearn.de schon an. Oh, 7. Mhm. Mhm. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wir werden uns ja nachher noch in Gruppen zurückziehen, in die Breakout-Sessions, und dann können die sich diese Personen ja schon mal auch in Gruppen zusammenfinden und weiterarbeiten. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen ersten Aufschlag. So, dann wollen wir jetzt mal gemeinsam auf die Ziele gucken, und dafür haben wir ja ein Miro-Board vorbereitet, und da wollen wir uns erst noch ein bisschen aufwärmen. Und das macht die Sandra. So ist es. Ich teile es auch gleich. Den Link packe ich gleich rein. Ich erkläre nur kurz was zum Board, falls es Menschen gibt, die noch nicht auf einem Miro-Board waren. Teile ich den Link immer erst dann, wenn ich gesagt habe, wie es funktioniert, damit es kein Chaos gibt. Das ist also unser schönes Board. Ihr müsstet es jetzt sehen. Und dieser Teil hier mit diesen hübschen Gesichtern wird auch für unsere kleine Warm-up-Übung genutzt werden. Wenn ihr euch in dem Board bewegen wollt, dann müsst ihr mit der rechten Maustaste einfach das hin und her schieben. Wenn ihr ein Touchpad habt, dann wisst ihr ja, wie ihr mit euren Fingern drüber schiebt. Wenn ihr näher ranzoomen wollt, weil euch das viel zu klein ist, dann könnt ihr mit dem Scrollrädchen der Maus einfach ranzoomen. Es gibt aber auch unten rechts so ein kleines Zoomfenster mit Plus und Minus, dann könnt ihr auch das verwenden. Was ihr jetzt tun dürft, wenn ich euch gleich den Link in den Chat packe: Ihr schnappt euch hier einen dieser grünen Punkte, einfach mit der linken Maustaste draufdrücken und den mal näher rangehen, wenn es geht, so, und den Punkt bewegen. Und ihr habt eine schöne Frage, und zwar: Wie geht es euch jetzt gerade mit eurem eigenen Ziel? Und die habt ihr Emotions, und ihr könnt euch aussuchen, welche Emotion passt jetzt am besten zu eurer Stimmung, was euer Ziel anbelangt. Und dorthin schnappt ihr euch den Punkt und schiebt es einfach auf das Gesicht, das euch dazu am besten passt. Ich hoffe, das ist gut erklärt. Ich kopiere jetzt den Link für euch und packe den in den Chat. So. Du musst mir irgendwann noch verraten, Sandra, wo du die Bilder her hast. Ich habe das mit Canva gemacht. Canva, ich liebe es. Falls ihr mal Bilder braucht, kommt auf mich zu.
So, der Link ist jetzt im Chat. Guckt mal, ob ihr alle aufs Board kommt. Und dann schnappt euch so einen grünen Punkt und sagt uns, wie es euch geht. Schon ziemlich viele Punkte. Mhm. Zumindest ist niemand müde, weil der da unten, der Brille, der so schon völlig fertig ist, da hat noch niemand seinen Punkt hingesetzt. Das ist doch schon mal gut. Ein paar sind in Eile, ne? Wunderbar. Ja, wenn wir mit den Präliminarien fertig sind, ich denke, bevor wir in die Inhalte gehen, sollten wir dem Thomas dann doch nochmal die Gelegenheit geben, den Matching-Prozess, der ja jetzt gleich losgeht, indem wir dann gleich nochmal aufs Miro-Board gehen, dass der Thomas nochmal kurz erklärt, wie denn insgesamt der Matching-Prozess ablaufen soll. Ja, das mache ich gerne. Ich mache das aber, wie du auch schon angekündigt hast, gerade jetzt noch relativ kurz. Und zwar werden wir heute in drei Sequenzen arbeiten. Die erste Sequenz wird eure Me-Time sein. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, euch in Ruhe hier auf dem Miro-Board auch umzuschauen, zu gucken, was die anderen so mitgebracht haben an Themen oder was ihr selber auch mitgebracht habt, wer sich für eure Themen interessiert. Und ihr könnt euch dann entsprechend zuordnen. Da kommen wir gleich aber nochmal genau zu. In der ersten, sagen wir mal, Matching-Sequenz geht es dann später darum, dass ihr euch schon in geclusterten Gruppen, in Interessensclustern miteinander austauschen könnt, euch unterhalten könnt, diskutieren könnt, Synergien finden könnt und euch zusammentun könnt. Und in der zweiten Matching-Sequenz hinten raus geht es dann nochmal um was Organisatorisches. Wir gehen dann davon aus, dass sich da schon einige Peer-Groups gefunden haben werden, die miteinander arbeiten wollen. Und in der zweiten Sequenz geht es dann darum, wie ihr zusammenarbeiten möchtet. Da haben wir ein paar hilfreiche Tipps. Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Da hat Isabel eine Menge vorbereitet. Genau. Das erstmal als kurzer Überblick. Die beiden Matching-Sequenzen sind ja sehr stark auf Selbstorganisation ausgerichtet. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Power im Netzwerk da ist, sich selbst zu organisieren. Wir schalten aber zwischen die beiden Sequenzen noch einmal kurz eine Plenumsrunde, so wie wir es jetzt auch machen, damit wir ein bisschen voneinander erfahren und jeder von euch die Möglichkeit hat, auch mitzukriegen, was bei den anderen so besprochen und sich vorgenommen wird. Genau. Wunderbar. Das als erster kurzer Überblick. Ja, danke Thomas. So, nachdem wir vorhin auf Miro gespielt haben, wird jetzt gearbeitet. Jetzt wird Zielearbeit gemacht mit mindestens genauso viel Spaß. Und dafür übergeben wir wieder an Sandra, die uns jetzt erstmal wieder zeigt und Wiebke, was auf dem Miro-Board sich sonst noch so versteckt gehalten hat bisher und jetzt aufgedeckt ist. Genau, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, dass hier eine graue Fläche ist mit Augen zu. Ich mache jetzt mal die Augen wieder auf. Das ist so für unsere erste Sequenz, die Hans und Thomas so liebevoll Me-Time genannt haben. Und zwar haben Wiebke und ich in liebevoller Kleinstarbeit hier schon mal so ein paar Cluster, also diese gelben Kreise, erstellt und dann eure Ziele, die ihr unter colearn.de da bei mindset23 in die Kommentare gepostet habt, die haben wir hier schon reingepackt. Also alles, was wir gefunden haben. Und in dieser Phase, die jetzt kommt, habt ihr 20 Minuten Zeit, euch erstmal hier in dem Bereich umzuschauen, zu schauen, ob wir eure Karte auch wirklich richtig interpretiert haben, euer Ziel, ob wir das richtig aufgeschrieben haben. Gegebenenfalls euren Namen nochmal richtig auszuschreiben. Manche hatten nur einen Vornamen oder ne, wir konnten den Namen nicht richtig ablesen, sagen wir es mal so. Also guckt mal, was euer Ziel ist und ergänzt, was zu ergänzen ist. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne, wie bei dem Kärtchen von Simon, nee, das ist der Peerfinder, ich suche mal meins kurz, bei Wiebke ist es, könnt ihr gerne auch euren Link zu eurem LinkedIn-Profil hinzufügen. Ich zeige kurz, wie das geht. Wenn wir das jetzt hier für Markus machen wollten, klicken wir einfach da drauf und dann gibt es hier diese drei Pünktchen in dem Menü. Und da gibt es dieses Verlinken mit oder Link to, wenn ihr die englische Version habt. Dort wird dann einfach nach der URL gefragt. Dann könnt ihr quasi hier auch so ein kleines Pepperle hinterlegen, dass wir uns auch alle ein bisschen vernetzen können, wenn ihr mögt. Das ist das eine. Ihr könnt jederzeit auch die Namen der Cluster, wenn euch die nicht passend erscheinen, verändern. Und ihr habt hier unten zwei leere Bubbles. Falls ihr euch mit eurem Kärtchen irgendwo anders einsortieren wollt, könnt ihr die auch noch umbenennen und dann vielleicht euer Kärtchen, also diese Sticky Notes meine ich damit, dann dahin schieben. Für diejenigen, die jetzt sagen, ich habe jetzt noch kein Ziel, ich finde hier gar kein Kärtchen, habe ich hier überall leere Stickies hingepackt.
Wenn ihr die benutzen wollt, klickt ihr einfach drauf. Und dann könnt ihr die mit der linken Maustaste dahin ziehen, wohin ihr sie haben wollt. Und mit Doppelklick Text draufschreiben. Also wenn ihr mein Ziel aus dem Blog übernommen habt, dann müsste da irgendwo schon was für mich sein. Sag mal, wer redet denn gerade? Ich sehe es leider nicht, weil ich teile. Dann gucke ich mal. Ach so, Beate Klitsch. Ah ja, du machst doch hier, warte mal. War nicht hier Beate? Hier ist ja, Sketch. Genau. Perfekt. Ihr habt euch da auch schon alle gefunden, habe ich das Gefühl gehabt. Hier kam laufend dein Name, als es um Sketchnotes ging. Also die Sketchnotes, also Katrin und ich hatten gesprochen. Da bist du schon einsortiert zusammen mit Claudia, Katrin und Anne. Aber Sandra, ich bin gerade schwer beeindruckt. Ich bin ja schon mehrfach schwerfach beeindruckt von dir gewesen, aber dass du jetzt sofort weißt, wo die Karte war, das ist schon nicht schlecht. Ja, das war, naja. Respekt. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis für so Zeug. Ich weiß auch nicht, warum. Sandra danke. Hat Sandra heute Nacht die Kommentare auswendig gelernt. Aber nicht, dass ich jetzt denke, ich wüsste von jedem, wo die Karte liegt. Also das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es ist schön. Besondere Form von Selbstorganisation. So, jetzt sind aber schon ein paar Minuten und ich stelle jetzt uns mal den Wecker auf 15 Minuten. Dann bin ich aber wirklich mal still, es sei denn, ihr habt noch Fragen. Wollen wir Musik hören oder nicht? Also wir können die Session durchaus auch benutzen, da viele ja sehr konzentriert arbeiten und auch nicht gestört werden, wenn jemand anders noch eine Frage stellt. Wir könnten gerne jetzt auch noch die Zeit benutzen, um noch allgemeine Fragen zu beantworten. Das Projektteam ist auch hier und bitte. Alexandra sucht noch ihr Ziel in den Bubbles. Alexandra Grassler. Weißt du auch, wo sie ist? Oder haben wir das Ziel vielleicht noch vergessen, Sandra? Alex, ich habe gesehen, dass du irgendwo ein Ziel, aber ich weiß, kann sein, bist du Wissensagentur? Ich suche es auch gerade schon und ich sehe es leider auch bist nicht. Du Wissensagentur? Weil irgendwer hat als Wissensagentur sein Ziel geteilt und da weiß ich nicht, wer das ist. Das bist du aber nicht, ne? Das ist... Darf ich auch noch mal darauf hinweisen, Sandra, sollten wir noch mal... Wir sollten noch mal darf ich dann auch noch mal was fragen? Klar, gut. Also tatsächlich bin ich die Wissensagentur. Sorry, da ist in diesem Diskurs-Dings einfach nur mein Firmenname gespeichert. Ja, kannst du dann einfach überschreiben. Ist ja vielleicht auch netter, ne? Aber ich habe... Okay, dann versuche ich mich noch mal zu finden. Oder gibt es das ist unter jobbezogene Themen. Ah, super. Alles dann klar, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage, Sandra, von der Ruth. Mhm. Ja, genau. Ihr habt mich nicht zugeordnet und ich habe jetzt auch ein bisschen Probleme, mich da zuzuordnen zu den Überbegriffen. Soll ich da jetzt nochmal einen neuen Clusternamen erfinden oder was habt ihr irgendeine Idee, was ich jetzt machen könnte? Genau, also die Idee ist dann tatsächlich, einen neuen Clusternamen zu erfinden und vielleicht auch andere damit anzulocken. Ich habe eben einen Clusternamen Sonstige eingesetzt, weil ich Porträtfotografie reingeschrieben habe und weil ich beim besten Willen nicht weiß, wo ich das unterbringen sollte. Ich will auch keine Kategorie daraus machen, weil das etwas ein Outlier ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz eine Lösung, nett, sich einfach mit Leuten in einem Zirkel zusammenzufinden, auch wenn man gar nicht das gleiche Ziel verfolgt, noch nicht mal ein ähnliches, sondern einfach in den Austausch zu kommen. Also wie bei Wollen, ne? Das ist ja auch so. Man hat eigentlich unterschiedliche Ziele, aber es unterstützt einen dennoch, dass man sich regelmäßig in der Gruppe trifft. Also ne, fühlt euch auch frei, einfach dann dieses Cluster Sonstige zu benutzen, wenn ihr euch sonst nirgends einsortieren könnt. Weil wir hatten auch ein bisschen Schwierigkeiten, ne, so diese Überthemen zu finden. Darf ich einen Vorschlag machen? Sehr gerne, sehr gerne. Entschuldigung, da wollte noch jemand was sagen, aber mein Vorschlag wäre ein Cluster für grundsätzliche Konzepte. Ja, schreib's gerne rein. Ja, mach dir ich gerne kann auch gerne noch eine Bubble aufmachen oder schreibst du das da schon? Also ich habe auch mal kurz eine Frage, Thomas, hier. Also wir haben jetzt da nicht die Möglichkeit, jetzt Breakouts zu gehen, ne? Weil bei uns jetzt in dem Bereich, wo ich bin, da sind, glaube ich, 15 mindestens. Also wir können jetzt Sachen hin und her schieben, aber nicht miteinander reden, Untercluster bilden und so weiter, wäre cool. Das kommt ja als zweite Phase. Jetzt geht es erstmal um das Sortieren, ob wir es auch richtig gemacht haben. Okay, genau, und diese Matching-Sequenz 1, da kommt ihr dann in Gruppen, je nachdem, was für Cluster sich dann tatsächlich nach dieser Phase ergeben haben. Genau. Ich habe mal lieber noch eine aufgemacht, falls ihr noch einen Kreis braucht.
Aber vielleicht nochmal der Hinweis, wir sind jetzt wirklich am Anfang des Matching-Prozesses. Also man kann sich nachher auch nochmal umentscheiden. Der einzige Grund, warum wir das jetzt so gebildet haben, ist, dass wir eine erste Annäherung haben wollen, die wir dann auch, und wir wollen euch dann auch entsprechend dieser Cluster nachher in Breakouts zusammenführen. Und von dort aus geht es dann weiter. Also es ist der erste Schritt. Nee. Wo ist meine Karte hin? Und schreibt, seid so gut und schreibt euren richtigen Namen. Also nämlich genau auch den Namen, mit dem ihr heute hier eingeloggt seid, weil das ist die Voraussetzung, dass wir hinterher auch die Breakout-Sessions machen können. Die können wir nämlich dann erst machen, wie alle, die in Teams sich auskennen, ja wissen. Und ihr seht vielleicht auf dem Board jetzt auch so kleine Kärtchen, so Kommentarkärtchen. Einige nutzen schon diese Möglichkeit, dran zu schreiben, hier, mein Ziel ist ähnlich, wollen wir nicht zusammen in einer Gruppe sein. Das ist jetzt für den Moment auch schon eine schöne Sache, ne? Wenn ihr da drauf klickt, auf so ein Kärtchen gibt es auch dann in dem Menü dieses Kommentarkärtchen, dann könnt ihr gerne da schon mal Freundschaften knüpfen, bevor ihr in die Breakouts geht. Ich müsste mal ganz kurz zur Türe, bis gleich. Amazon. Bestimmt kommt ein Paket. Der größte Vorteil von Homeoffice, dass man seine Pakete annehmen kann. Herrlich. Und auch die von allen anderen, die in der Gegend wohnen. Collaboration mit 55 Personen, das ist ja wirklich auch ein Erlebnis. Ich habe eine kurze Frage zwischendurch, Holger Moller. Ich sehe auf vielen Kärtchen rechts oben in der Ecke so ein LinkedIn-Symbol und sehe da auch Links dahinter. Wie kann ich das bei mir anziehen? Oh, okay, ich zeige die Funktion nochmal. Ich teile nochmal meinen Bildschirm. So. Ich nehme jetzt mal einfach hier so ein leeres Kärtchen. Du klickst auf dein Kärtchen drauf, dann hat er dieser blaue Rahmen, ne? Und dann gibt es hier drei Pünktchen. Und dann gibt es dieses Verlinken mit. Gegebenenfalls heißt das bei dir Link to. Und dort wirst du nach deiner URL gefragt. Und dann musst du einfach aus deinem LinkedIn-Profil deine URL rauskopieren und da einfügen. Und dann hast du das. Danke. Ich habe das nämlich mit Link versucht und da war der ganze Text voll mit. Ja, das sieht nicht so schön aus. Das stimmt. Aber es wäre auch eine Möglichkeit, funktionieren würde es schon. Danke. Noch mal eine technische Frage. Ja. Diesen gelben Buller Grundsatzkonzepte, könnte man den jetzt ein bisschen in den Hintergrund tun, weil meine Karte ist dahinter verschwunden. Ich komme nicht mehr dran. Wo hast du den gemacht? Grundsatzkonzepte. Ich nehme mal an, dass sie da drunter steckt, aber ich finde sie nicht mehr. Dazu müsste ich jetzt die angeklickt kriegen in den Hintergrund. Da ist er. So. Danke. Bitte, bitte. Ja, das manches kann leider immer nur der das Board, der Board-Owner ist. Aber ich helfe doch gern. Aber das ist jetzt eine super Miro-Schulung. So, Frage-Antwort. Ja. Hier kann man nochmal richtig was lernen hier zum Miro. Aber bei ChatGPT sind echt viele Kommentare. Das sieht man hier schon so. Spannend. War mit Abstand die größte Gruppe, die sich mit KI auseinandersetzen wollte oder will. Auf eure Ergebnisse bin ich dann auch am Ende sehr gespannt, was ihr so rausfindet für euch. Ich glaube, das müssen wir fast bis hier im Clustern. Da sind da unterschiedliche Dimensionen drin. Ne? Ich bin da auch drin. Dann kann man mal überlegen, wie man das Clustern, ne? Eines Uni. Ihr seid ja dann gleich in einer Breakout-Session alle zusammen und dann könnt ihr euch ja überlegen, wie ihr das dynamisch gestalten wollt. Also ich habe wirklich, ihr habt genug Zeit, euch dann auszutauschen, wer was wie, warum, und dann kann man da vielleicht schon Gruppen ableiten, die gut zusammenpassen würden. Vielleicht könnten wir die letzten zwei Minuten noch dazu verwenden, noch Teilnehmer zu werben. Warum solltest du in meinen Cluster kommen? Meine ich jetzt ernst, machen wir ja bei anderen Veranstaltungen auch so. Wenn sich nicht genügend Teilnehmer für Kleingruppen bilden, dann wird dann noch geworben. Also, was ich ja noch das Thema habe, ich bin interessiert an den anderen Clustern. Oder dass ich mal da profitieren kann, was die rausfinden. Oder dass man das vielleicht noch irgendwie organisiert. Oder ich kann mich da selber als Schnüffler anhängen. Ja, also was wir auf jeden Fall wollen, ist, ne, dass ihr ganz viel von dem, was ihr auf eurer Reise lernt, auch teilt. Auf Mastodon, auf LinkedIn, das sowieso. Und wir haben ja auch diese Projekttreffen und da wollen wir auch wieder das Miro-Board benutzen, was ihr auch gerne zwischendurch benutzen könnt,
damit ihr eure Learnings da auch draufpackt, damit wir alle schnuppern können. Also wie gesagt, mich interessiert ja zum Beispiel auch, was in den ganzen anderen Grüppchen so passiert, dass wir da wirklich so ein bisschen teilfreudig vorangehen und uns, ja, und für uns alle die Zeit gut nutzen. Die dreiwöchigen. Genau, ich glaube auch, dass dann, Entschuldigung, dass in den anderen Gruppen auch wahnsinnig viele spannende Themen, wenn ich da so ein bisschen herum, hat man irgendwie Lust, dass man in der Hälfte der Gruppen irgendwie mitmacht. Ja, das stimmt. Ja, genau, deswegen gibt es diese Boxenstops, drei Stück zwischendurch, dass wir eben mal auch alle wieder zusammenkommen und mal gucken, wie es uns ergangen ist und was so die tollsten Sachen sind, die wir erlebt haben. Auch vielleicht auch Hürden, ne? Also die Zeit ist jetzt übrigens abgelaufen. Ich mache mal ein bisschen Konfetti. Ich hätte noch eine Frage zu zwei Abkürzungen, die mir nichts sagen. Vielleicht würde mir die Wahl erleichtern. Und zwar steht einmal GFK und dann gewaltfreie Kommunikation. Aha, okay. Und IDG ist? Oh, das kann ich auch nicht aus dem Kopf. Aber bei irgendjemandem steht es ausgesprochen, ausgeschrieben. Das sind Inner Development Goals. Genau. Ah, okay. Ah ja, super. Das hilft mir sehr weiter. Danke. Ja, dann beenden wir die MeTime. Und ihr müsst uns jetzt Gelegenheit geben. Erstmal vielen Dank für diese wirklich überwältigende Arbeit, einschließlich Chat-Kommentaren. Also es hat alles auch sehr viel Spaß gemacht und ich werde das in Erinnerung behalten als ein echtes kollaboratives Werk mit 55 Personen. Ganz toll. So, jetzt brauchen wir Zeit. Und zwar brauchen wir Zeit, euch entsprechend diesen Clustern, wo ihr euch jetzt zugeordnet habt, die in Breakout-Räume zu verwandeln. Diese Last liegt jetzt auf dem Karl-Heinz. Und dazu geben wir ihm etwas Zeit. Und ich würde sagen, wir nehmen uns die Zeit bis 14.55 Uhr und machen eine Biopause. Und ihr könnt ja noch weiterarbeiten. Und inzwischen werden wir die Breakout-Räume erstellen. Und wer bis jetzt noch kein Fernweh hatte heute, kann das vielleicht bei dem Bild nochmal? Wir brauchen jetzt mal kurz einen Moment, in dem ich Karl-Heinz die Namen zurufe, die er den Gruppen zuordnet. Das heißt, wenn ihr jetzt Fragen habt, schreibt die in den Chat oder so. Und hört am besten gar nicht zu. Karl-Heinz, geht's los? Ja, von mir aus kann es losgehen. Tina, bist du da? Dann muss Tina erstmal kurz draußen bleiben. Ja. Das kriegen wir schon hin. Ja, okay. Ansonsten müssten alle zugeordnet sein. Gespannt, was passiert, wenn du auf deinen Button klickst. So, Moment, bevor der auf den Button klickt, vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, ja, also herzlich willkommen nach dieser etwas längeren Pause. Ist jetzt ein hohes Maß an Selbstorganisation gefordert, insbesondere für größere Gruppen. Also ihr könnt es so machen, wenn wir euch jetzt in die Breakout-Räume schicken. Wichtig wäre, dass ihr vielleicht eine Moderatorin, Berichterstatterrolle, weil wir uns ja kurz noch mal abstimmen wollen, wie das so gelaufen ist, was ihr für Organisationsergebnisse nachher gehabt habt. Ja, informiert euch über eure Ziele, lernt euch ein bisschen kennen und findet euch bereits gegebenenfalls zu Peer-Learning, vielleicht auch Untergruppen zusammen. Ich habe ja im Chat während der Pause auch erlebt, dass es da bereits Gruppen gibt und die haben sich schon auf anderen Räumen verabredet. Das müssen wir jetzt alles der Selbstorganisation überlassen und wir wünschen euch dafür viel Spaß und wir wollen 20 Minuten euch jetzt die Zeit geben und schicken dann nochmal eine Nachricht vor Beendigung der Breakout-Session in die entsprechenden Räume. Okay, Hinweis noch, sorry fürs Unterbrechen. In der Zwischenzeit irgendjemand von euch während der Gespräche merken, doch nochmal eine andere Gruppe ausprobieren, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, in die Hauptsession hier zu uns zurückzukehren und wir weisen euch neu zu, ne? Das wäre kein Problem. Okay. Tja, without further ado, Karl-Heinz, starte die Räume. Ja. Sie werden geöffnet, aber das braucht dummerweise ein bisschen bei Teams. So, jetzt sind alle Räume eröffnet, jetzt müsste es gehen. So, okay. Ja. Also sind noch nicht alle wieder da oder sind die Räume jetzt zu, Karl-Heinz? Ja, die Räume sind zu. Wir haben jetzt nämlich noch 31, 33, es kommen jetzt noch mal ein paar rein. Ja, okay, dann begrüßen wir doch einfach die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gruppenräumen. Ja, wir waren hier in der Zwischenzeit
so in so einer Mischung zwischen es tut uns leid, Bedauern, Ironie, Sarkasmus, Verzweiflung über die technischen Möglichkeiten von MS Teams oder wie wir das organisieren. Ich hoffe, dass ihr trotzdem eine gute Diskussion habt und der nächste Schritt wäre, dass wir wenigstens mal ganz kurz in die Gruppen reinhören und sagen, wie weit seid ihr denn gekommen? Also was habt ihr denn gemacht? Es geht also jetzt nicht darum, inhaltlich zu berichten, was ihr da für eure Ziele gemacht habt, aber wie war so der Prozess und wie weit seid ihr gekommen? Vielleicht einfach diejenigen, die sich als Berichterstatter, Bestatterinnen bereit erklärt haben, vielleicht mal kurz reinhören. Ja, fangen wir mit der größten Gruppe an, Chat. GPT, AI, konntet ihr in der großen Gruppe was bewerkstelligen? Ich kann zumindest ein kurzes Summary geben und die anderen können ja ergänzen. Also Oliver war sehr aktiv am Anfang, der hat halt heute Vormittag schon eine übergreifende Runde gestartet und auch eine LinkedIn-Chat-Gruppe initiiert und hat dann ein eigenes Miro-Board auch gezeigt, was schon aufgesetzt wurde, wo man sich mit eintragen konnte, ne? Profil-Link, wer ist man? Welche Erwartungshaltung hat man und was könnte man selbst auch teilen? Ne? Und da haben sich die Teilnehmer dann auch gefunden und schon eingetragen. Und dann gab es erste kleine Kleingruppen, die sich gefunden haben und Sondertermine vereinbart haben neben dieser größeren Runde, ne? Dass man dann auch in kleinen Gruppen auch an Themen weiterarbeiten kann. Na ja. Oder Thomas, Jakob, wollt ihr noch ergänzen? Ja, wir haben diskutiert, ob es Sinn macht, dass wir Cluster bilden und so und haben wir gesagt, nee, zuerst mal nicht. Vielleicht in einem weiteren, also wenn sich alle mal vielleicht orientiert haben, auch zum Thema, ich denke, ein paar unterschiedliche Interessen gibt es schon, aber das muss man dann eben sehen. Ne? Also zum Beispiel allgemeine Anwendung in der eigenen Wissensarbeit, Anwendung im Corporate Learning, ganz spezielle Anwendungen, aber das kann man dann einfach sehen, würde ich sagen. Ne? Ist vielleicht auch ja nicht ganz einfach, das auch zu konkretisieren, weil ChatGPT ist ja so ein großes Thema, ja. Also da waren wahrscheinlich ja auch noch viele dabei, die erstmal auch nur zunächst mal groß denken. Und da muss man mal schauen, wie man das auch ein bisschen verkleinert in konkretere Ziele mit reinbringen kann. Ja, vielen Dank. Ja, nächste Gruppe vielleicht Personalentwicklung, Potenzialförderung. Hi, was wir hauptsächlich gemacht haben, ist, dass wir versucht haben zu erkunden, wie unsere Themen, also unsere spezifischen Themen mit dem global galaktischen Thema überhaupt zu tun haben und Gemeinsamkeiten versucht herauszuarbeiten. Und dann waren wir eigentlich inhaltlich so schön unterwegs in der Diskussion, dass wir uns einfach vertagt haben aufs nächste Mal. Also wir haben jetzt tatsächlich das noch nicht geschafft, konkret zu vereinbaren, wie wir zusammenarbeiten, aber ich habe den Eindruck, das kommt noch. Ja, das ist auch überhaupt nicht schlimm, ne? Also das war auch von vornherein, also zumindest uns klar, dass wir das wahrscheinlich nicht bei allen Gruppen schaffen werden. Ne? Aber Hauptsache ist, dass ihr euch gefunden und identifiziert habt. Ja, gut, wunderbar. Ja, neue Lernformate vielleicht? Vielleicht haben die sich über den Chat schon in anderen Gruppen verabredet. Ich habe ja auch gesehen, durch die technischen Schwierigkeiten ist das auch so gewesen, dass man sich da über die Post-its auch schon miteinander abgestimmt hat. Ja, da waren auch nicht sehr viele in der Gruppe und die haben sich dann wegbewegt. Future Skills und Kommunikation? Ja, wir haben aus unserer einen großen Gruppe haben wir drei kleinere Gruppen gemacht. Wir haben unsere gemeinsamen Interessen identifiziert und warten darauf, dass wir jetzt gleich schon wieder in einen anderen Zoom-Raum verschwinden können, zumindest eine der Gruppen, um sozusagen konkret zu werden, wie es dann weitergeht. Also das heißt, wir haben uns alle gefunden und wollen dann jetzt gucken, wie wir dann ganz konkret weitermachen. Oh, super. Ja, vielen Dank. Community Peer Learning? Ja, wir haben zwei Untergruppen gebildet und haben da auf LinkedIn auch mal was eingerichtet, wo wir uns treffen können. So kann man sagen. Also eine Gruppe, die sich ganz konkret mit diesem LernOS Community Management Leitfaden beschäftigen will und eine Gruppe, die was anderes will. Okay, ihr habt ja alle euer LinkedIn-Profil da schon mit drauf gepostet, wie ich da sehe. Ja, Bild. Nochmal, Hans, ganz gerne. Kurz zu der Gruppe. Wir haben ein paar Teilnehmer vermisst, unter anderem den Felix, den Gernot und den Andreas. Ich weiß nicht, sind die da? Ja, der Felix ist noch da. Okay.
Ich war halt immer zwischen Hauptraum und Abstellkammer unterwegs. Okay. Vielleicht kannst du jetzt bei der nächsten Runde noch mit reinspringen. Okay, habt ihr schon den gleichen Raum nochmal? Oder? Ja, wir haben den gleichen Raum noch. Ah, okay. Noch hoffentlich klappt es diesmal. Felix, wir sind ja über LinkedIn, hier ist der Boris auch schon verlinkt sozusagen und ich generiere da gerade eine Gruppe und lade dich dazu auch rein und dann können wir immer noch mal weiterschauen, ob wir da dann zusammenkommen. Das heute nicht mehr klappt. Okay. Ja, haben wir noch Bildungseinrichtungen vielleicht? Da jemand da? Ach so, ja, ich war da alleine. Und wie weit bist du denn gekommen, Benedikt? Naja, ich habe währenddessen auf Mastodon ein bisschen gesucht und zum Beispiel sehr interessant gefunden von, wie heißt er noch, er möchte das, freiwillige soziale Jahr als digitale Version in Bildungseinrichtungen etablieren und das passt gar nicht so schlecht zu meinem Thema und habe da den ein oder anderen Kommentar dazu auf Mastodon platziert und mich so mit meinem Ziel, Netzwerk aufzubauen, auch ein bisschen genährt. Was ist denn dein Thema? Netzwerk aufbauen, um hilfreicher zu sein, in Schulen Digitalisierung sinnvoll einzusetzen. Okay. Ja, vielen Dank. Gibt es sonst noch eine Gruppe, die sich als Gruppe zusammengefunden hat in einem Breakout-Raum und möchte noch kurz sagen, was da passiert ist? Ja, die Sketchnoterinnen. Die Sketchnoterinnen. Genau. Wir haben uns zusammengefunden und nach einer kleinen Vorstellungsrunde direkt schon festgelegt, wann wir uns treffen, was unsere erste Aufgabe ist bis zu unserem Treffen und wie wir da vorgehen wollen. Wir haben immer wieder die Charlotte, die war immer wieder drin und dann wieder draußen. Und Beate hat sie aber, ich glaube, bei LinkedIn angeschrieben. Insofern wollen wir sie gerne noch integrieren. Okay, ich bin immer wieder rausgeflogen. Irgendwas ist hier mit dem Internet. Ich bin jetzt mit dem Handy drin. Aber dann habe ich einen Kontakt. Genau. Ja, danke. Dann erstmal Dankeschön. Oder ist noch eine Gruppe da? Oder haben wir noch? Haben wir sie alle? Gut. Ja, danke für den Kurzbericht. Und bevor wir wieder loslegen in die zweite Runde, wo wir das wenigstens nochmal eröffnen wollen, in den kleinen, in denselben Räumen, wollten wir euch noch ein Tool mit auf den Weg geben, das ihr dann einsetzen könnt, wo wir auch im Miroboard was vorbereitet haben. Und das könnt ihr dann. Ich bin noch da, hörst du mich noch? Okay, weil ich wurde zurückgeholt aus dem Breakout. Ja, dann das Mikrofon hat ja jemand. Ich habe Oliver mal gemutet. Ja. Danke, Marcel. Der Hans, mach gern weiter. Ja, okay. Ja, der Thomas. Genau, und zwar ist das DPL Learning Canvas. Isabel, bist du da? Ich kann dich leider nicht sehen. Ich bin da, ja. Genau. Das ist dein Werk. Würdest du es vorstellen? Genau, ich. Wir haben für euch ein Peer-Learning-Canvas entwickelt, weil auch beim Warm-up-Gespräch danach gefragt wurde. Ich halte mich ganz kurz, weil es relativ selbsterklärend ist, hoffentlich. Es ist für euch ein Rahmen, ein Kann, aber kein Muss, so wie der Karl-Heinz es am Anfang gesagt hat. Es ist ganz gut, so einen gemeinsamen Rahmen zu haben, aber dann auch seinen eigenen Weg zu gehen. Und wir, ihr könnt in den Peer Learning Canvas, der ist auch Teil auf dem Miro Board. Da könnt ihr euch für eure eigene Gruppe jeweils einen rausziehen. Das schaltet die Sandra jetzt in Kürze frei. Und da einfach mal eintragen, wer gehört zu eurem Team. Und der Canvas als solches dient für euch oder kann auch für euch als Gesprächsgrundlage jetzt für die zweite Runde dienen, wo ihr einfach nochmal abklärt, quasi was ist euer Rahmen, also in welchem Format wollt ihr zusammen lernen, wie sieht bei euch das Timing aus, habt ihr feste Termine, zu denen ihr gemeinsam euch treffen wollt, habt ihr vielleicht auch eine individuelle Lernzeit für euch, die ihr hier eintragen wollt, über welche Kanäle wollt ihr kommunizieren und wie wollt ihr euer Wissen dokumentieren, das haben wir in unseren Vorgesprächen gesehen, dass es gut ist, wenn man sich da jetzt schon Gedanken macht und wir hatten es ja auch schon in den Gesprächen vorher, dass ihr auch überlegt, wie könnt ihr euer Wissen mit der Community teilen, ne? Habt ihr vielleicht irgendwie eine Serie auf Mastodon in der LinkedIn-Gruppe, wo ihr regelmäßig teilen wollt,
etc. Und dann auch könnt ihr auch schon mal zusammentragen, habt ihr jetzt schon Quellen, die ihr gut findet, etc. Also das ist jetzt eher ein Gesprächsleitfaden für euch. Genau, ihr findet das Ganze sowohl auf dem Miro-Board als auch in unserer Toolbox. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf co-learn.de. Wir haben eine Toolbox gemacht zur Zielfindung und zum Peer-Learning. Ich setze euch da den Link auch gleich nochmal in den Chat, wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen einlesen wollt in das Thema. Da hat die Viviana noch einige Tipps in Sachen Peer-Learning für euch zusammengesammelt. Da könnt ihr euch dann quasi off-site von diesem Meeting auch nochmal rein vertiefen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank, Isabel. Und bevor wir euch jetzt nochmal die Gelegenheit geben, zumindest mal für diejenigen, die es wollen, in die gleichen Räume zurückzugehen, wollte ich euch noch ganz kurz zwei Informationen geben, wie wir jetzt miteinander weiter vorgehen wollen. Und dann würden wir uns aus diesem Gesamtraum eigentlich schon verabschieden und würden euch dann, wie gesagt, nochmal in die Breakout-Sessions schicken wollen. So, könnt ihr das sehen? Ja, okay. Ja, diese Timeline, die haben wir ja beim Warm-up schon gezeigt. Wir würden uns in dieser Runde, für alle, die die Zeit und Lust haben, als nächstes dann am 21.02. nochmal treffen. Mit der Erwartung, mit der Hoffnung, dass ihr dann ein bisschen erzählt, was ihr in der Zeit der Zielearbeit von jetzt bis zum 21.02. schon alles gemacht habt. Und das wäre natürlich toll, wenn wir uns dann wiedersehen würden. Wir würden diesmal die Breakout-Sessions auch anders organisieren. So, das ist der nächste Schritt. Und ihr seht ja hier die Zielearbeit jetzt für die nächsten drei Monate aufgelistet. Das heißt, wir haben insgesamt drei Projektmeetings eingeplant im Februar, im März und im April und die Abschlussrunde am 25.04. So, und bis dahin, und dann noch bitte die letzte Folie, bis dahin kommunizieren wir hier auf der Projektebene eigentlich in zwei Tools. Das eine ist Mastodon. Mastodon soll dient dazu, den allgemeinen Austausch und gegenseitige Informationen zu fördern und zu organisieren, Fragen zu beantworten, Hilfe anzufordern, sich gegenseitig zu informieren, was man tut. Auf Mastodon, auf Co-Learn Social. Und das zweite ist Informationen über die eigene Zielarbeit, die für die Community insgesamt interessant sein könnte, auf das Miro-Board, auf dem wir jetzt auch schon gearbeitet haben, dieses weiterhin zu nutzen. Das wird offen bleiben. Den Link habt ihr ja, er ist auch nochmal auf dieser Folie drauf, den zu nutzen. Und der nächste Blick wäre dann eben bei unserem nächsten Projektmeeting in der Hoffnung, dass da schon möglichst viel passiert ist. Ja, das war's, was wir euch noch zeigen wollten. Und ich würde sagen, da wir uns in dieser Runde jetzt verabschieden, schließen wir noch den Bogen zum Anfang und bitten den Karl-Heinz vielleicht, der den Anfang gemacht hat, auch das Schlusswort zu machen, bevor wir euch dann nochmal Gelegenheit geben, in die Breakout-Sessions zu geben. Und dann müsste Karl-Heinz nachher nochmal die Räume öffnen. Oh ja, schönen Dank erstmal, Hans. Ja, erstmal danke an das Orga-Team, dass das heute nicht ganz so optimal gelaufen ist. Liegt daran, dass Teams auch vorher uns schon Streiche gespielt hat. Ich bin heute eingesprungen, weil derjenige, der es eigentlich machen wollte, von Teams ausgesperrt wurde. Und insofern hoffe ich mal, wir haben beim nächsten Mal eine bessere Lösung. Aber wir sind ja immer zum Lernen da in der Learning Community. Und deshalb hoffe ich, ihr geht diesen Lernweg mit, der nicht immer ganz erfolgreich ist. So, jetzt aber für eure Themen. Ihr habt jetzt eine Reihe von Tipps bekommen, insbesondere den Peer Learning Canvas. Verabredet eine klare Struktur für eure Lernteams. Übrigens auch, wer alleine lernen will, macht euch auch eine Struktur. Also sagt, ich reserviere mir wirklich im Kalender jede Woche Zeit für mein Thema, sonst wird es nämlich nichts. Also man muss sich das irgendwie freischaufeln. Dann teilt euer Wissen. Auch das hat der Hans eben nochmal deutlich gemacht. Wissen teilen über co-learn.social, über LinkedIn und nutzt bitte immer den Hashtag mein Ziel 23 dafür, damit auch die anderen eine Chance haben, das zu verfolgen und zu sehen, was bei euch passiert.
Und ja, folgt auch dem User meinziel23 auf colon.social, denn ihr wisst, wir wollen das zu unserer Hauptkommunikationsplattform ausbauen. Das ist ja das erste Mal eine Plattform, die wirklich uns gehört, wo wir praktisch die ganzen Daten hosten und nicht weitergeben an irgendwelche Leute, die euch ausspionieren, um euch Werbung zu geben. Also sowas passiert jetzt hier bei uns alles überhaupt nicht. Und insofern schaut, dass ihr auch wirklich alle ein bisschen aktiv werdet auf colon.social, damit da auch was draus wird. Dann euch ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir hören und lesen ganz viel von euren Erfolgen. Und dann schicken wir euch jetzt wieder für alle, die wollen, die sich nicht schon auf anderen Räumen verabredet haben, geben wir euch nochmal die Gelegenheit, in die Räume zu gehen. Wir lassen die noch offen, Karl-Heinz, bis wann? 16.15 Uhr? Ja, wäre das okay? Ja, ja, okay. 16.15 Uhr. Die Räume werden gerade geöffnet. Ich hoffe mal, ihr kommt alle wieder in die gleichen Räume. Ja. Und die, die nicht reinkamen, kommen diesmal hoffentlich rein. Schnappt euch ein Canvas, besetzt ihn direkt und gebt euren Canvas sofort euren Namen, damit keiner sonst mehr draufkommt. So.